Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grandia 2. Ja, nachdem ich beim letzten Part mal so einen Cliffhanger gemacht habe, sind wir jetzt hier. Was? Hab dich gefunden. Wer bist du? Zeig dich. Weirdo. Oh la la. Du bist... Oh, wie süß. Du erinnerst dich an mich. Du hast auch mein Versprechen nicht vergessen, oder? Ich lasse dich dieses Mal nicht entwischen. Ich kann mich nicht bewegen. Hey, was machst du mit Viro? Sky, Schnauze, da könnte sich was entwickeln. Verpiss dich. Was? Gleich, weil ich auch mit dir mache, Vogel. Nun, Judo, beweg dich nicht, Schatz. Oder, keine Ahnung, Liebling. Geh weg! Bist du bekloppt, Ryudo? Guck dir die mal an! Hey. Rowan, ist irgendwo hin. Habt ihr ihn gesehen? Oh Mann, was haben wir denn hier? Lass mich erstmal frei! Ja. Ui, das kribbelt du. Ui. Was passiert? Was passiert da? Ich bin gleich da. Auch nicht freigeschaltet, Spicy Lady. Oh, wir sind trotzdem allein. Alleine. Ist der automatisch gleich hier durchgegangen? Nicht gedacht, dass der Kind zu viel mummert. Einen Alleingang zu gehen, ist nicht gut. Fast schon genug. Den Schlaf eines Mannes zu versauen. Zwei können nicht. Was? Zwei können auch nicht auf einem engen Faden, auf einem engen Seil laufen. Wenn der Junge sich die Suppe einbrocken will, dann muss er sie auch alleine auslöffeln. Seine eigene Suppe. Er ist nicht unser Problem. Aber trotzdem, er ist noch jung, sehr jung. Vielleicht zu jung, um es zu schaffen. Ryudo, was geht mit diesen Losern ab? Was? Die Hohlköpfe da? Ah, die sind alle... ein bisschen aufgeregt, weil der Kleine weggerannt ist, um die Monster zu füttern. Aber so ein kleiner Bub wie er macht nicht mal eine halbe Mahlzeit. Und du hast nichts gemacht? Was ist falsch mit euch? Los, findet ihn! Wir wissen, wo er hin ist. Ja, das wissen wir. Aber das sind Monster. Viele Monster. Lass uns hingehen! Es ist nicht richtig, den Jungen allein im Löwenkäfig zu lassen. Mir fällt gerade ein, ich sollte vielleicht mal meinen Timer wieder anmachen. Ich schätze, wir können uns hier Sorgen machen, bis die bärtige Frau singt. Das ist ein schönes Sprichwort. Bis wir schwarz werden. Oder wir könnten den kleinen Scheißer finden und fertig sein. Hey, bleib mal dran. Ich wollte sowieso die Monster verprügeln. Also wenn wir ihn finden, bringen wir ihn wieder zurück. Jetzt wart mal, Junge. Wir sollten lieber mit ihm mitkommen. Wir sind vielleicht nur Zirkusleute, aber du brauchst ein bisschen Begleitung, verstehst du? Behalt du mal deine Sahnetorten und Seltawasser. Mein Mineralwasser bei dir. Deine Hilfe ist nicht gebraucht. Oh, du bist schon ein Schatz, bist du? Oder nicht? Das wird lustig. Yeah. Wenn du es Spaß nennst, durch Flüsse von Blut zu waden,
Fleischklumpen und Gedärme auf deinen Lippen, denn ja, das wird spaßig. Worauf warten wir dann, Tiger? Ich werde schon ganz nervös. Natürlich. Könnte ich auch hier ein bisschen Spaß haben, wenn du möchtest. Die Frau hat nicht mal alle Latten am Zaun. Hey Vogel! Sag mir mal, wie sehr willst du eigentlich in Kohle verwandelt werden, ne? Holzkohle. Okay, komm mit. Aber bleib mir aus dem Weg. Komm mir nicht in die Quere. Siehst du? War doch nicht so schwer, oder? Confident. This word doesn't exist in my vocabulary. Selbstsicher. Aber trotzdem noch in der Lage, Logik zuzuhören. Genau das, was ich in einem Mann möchte. Ach, guck mal, wie wir da haben. Die hatten einen Crossbow, ein Bolero. Ja, ein Booby Barrett, hi. Rune Necklace suppresses IP slowing. What? Was ist IP slowing? Und sie hat Chaos Egg. Und ich würde sagen, wir verteilen gleich mal wieder ein paar Coins. Oh, die hat auch Heal. Ach, das bleibt. Oder nein, das Holy Egg. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Tornado restores a little HP. Tornado Energy. Rough Strength and drops enemy defense. Take by shooting balls of lightning. Tornado Energy, little HP, Fireballs. So, machen wir mal das fürs Erste. Sonst können wir nichts leveln, oder? Das können wir nicht, schade. Oh, die Buffen brauchen wir da. Komm, da sparen wir noch ein paar. Und dann haben wir das hier noch. Arrow Shoot. Was auch immer das ist. Daddy hier attack steps enemy spirit. Und attack with ring power. All enemies. Ich bin versucht. Na komm, wir machen das mal. Ich glaube, der hat gerade gegrinst. Fürs Erste zumindest. Aber ich glaube, Fallen Rings ist auch was wir auf jeden Fall brauchen. Ja. Gut. Fürs Erste sind wir da hier fertig. Nee, wir müssen noch speichern gehen. Zurück. Zurück mit euch. Wildes Volk. So. Recover, Dankeschön. Und wir speichern nochmal. Checking saved games. Agirin. Und weil ich weiß, dass es der letzte Part aufgenommen ist, machen wir gleich zwei. Ja, wie schon gesagt, ich habe dann keinen Bock, wenn es einen Part nicht aufnimmt, nochmal nachrecorden zu gehen. So, kommen wir jetzt hier irgendwie. Ach, wir kommen hier durch. Cool. Gibt's hier irgendwo Loot? Nein. Aber Loot tut doch gut. Was habt ihr hier? Gibt's gar keine Gegner. Wo sind hier bitte Monster? Gibt's keine Monster. Absolut nein. Warum ist das Spiel jetzt auf einmal wieder so scheiße laut? Ich habe vorhin, dachte ich mir, hey, drehst du das Spiel ein ganz klein bisschen lauter, weil es halt leise war. Und jetzt ist es wieder scheiße laut. Ich glaube, das soll mich jetzt auch nicht... Oh, hier ist eine Höhle. Das soll mich jetzt auch nicht stören. Boah, gibt es da drüben auch noch eine Höhle? Nein. Gut, dann gehen wir mal in besagte Höhle. Ich habe gar nicht gelesen, wie die heißt. Durinder Cave. Durham Cave. Die Höhle von Durham. Ach ja, das war ja das. Oh, Frösche.
eine Tropfsteinhöhle. Und woran merkt man sich, was Stalagmiten und Stalaktiten sind? Naja, Stalaktiten, ne? Weil das so hängt, ne? Und ein T ist auch so nach unten. Oder was dachtet ihr, was ich jetzt sagen würde? Was tickt hier so? Okay. Ich wollte nicht speichern, ne? Ach, scheiß drauf, speichern wir nochmal. Ich wollte eigentlich nur gerade gucken, ob nochmal dieses komische Geräusch kommt. So. Hat's gerade getickt. Die hat definitiv die High Heels wieder an. Dieses Eichhörnchen-Fuchs-Waschbär-Ding scheint Caro zu sein. Man sagt, sie horten Puffnüsse. Okay. Firebomb. Ist ja Puffnüsse. Mann, bist du süß. Du bist so süß. Das hat mich gerade an diese eine Yu-Gi-Oh-Karte erinnert. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Jadesteinwesen. Ach nein, das war eine Fake-Person. Wow. Those effects, man. Die Special Effects, boy! Ich wollte einfach mal sagen, weil wir es können. Machen wir mal eben vorne links. Und jetzt guckt mal schön zu. Dauert fast nicht lange. Hm. 700 noch was Damage. Soll ich dazu noch was sagen? Oh, die zieht sich erstmal Lippenstift nach. Ist ja klar. Muss man ja machen. Dieses Level 8. What? Eine Frau, die stärker ist als ich. Ich fühle mich in meiner Männlichkeit. Verletzt. Oder so. Keine Ahnung, ich bin einfach nur dankbar, weil es da ist. Ja, weil die hat so ein ganz klein bisschen was drauf. Ein Schalter. Ja, also. Was war denn das? Dafür entschuldigt man sich für gewöhnlich. Es kommt schon. Wo geht's denn da lang? Natürlich. Erstmal heads on in den Fall. Ja, fuck off, jetzt benutze ich nochmal Front Wing. Das könnte aber knicken, Jungs. Ich kann voll. Einer. Ah. Toll. Okay, da trifft alle. Definitiv. Natürlich ist es vergiftet. Muss ja. What the fuck? Die Stimme passt halt mir fast gar nicht gerade. Tschüss, Jungs. Den einen hat es nicht getroffen, oder was? Elina, kannst du mal ein bisschen weniger vergiftet sein? Item. Poison Antidote. Thanks. Und du verprügelst die Schlange. Here you go. Wunderbar. Und tschüss, Schlange. You better practice if you want to beat me. Ja, jetzt haben wir ein weniger mit Giftresistenz. Super. Alter, das Scheißvieh nebenan. Da kommen wir noch nicht lang, oder was?
Nein, da kann man einen Shortcut dann machen. Ja, toll, nicht? Also geht's erstmal rüber. Weil ich habe die ganze Zeit wegen Final Fantasy, habe ich die Angst, die ganze Zeit. Ja, jetzt kommt hier gleich ein Random Fight. Oder so. Ganze Zeit. Paranoid. Yomi's Elixir. Und einmal Shortcut. Bumm. Würde ich mal sagen. Dadurch, dass wir jetzt hier einen Shortcut haben, brauchen wir hier vorne die Brücke nicht mehr, schätze ich mal. Ja, brauchen wir nicht mehr. Schalte einmal rum. Da die Schleuse. Also, komm schon. Das hast du für Manieren. Da die Schleuse auf. Da die Schleuse zu. Und wir gehen über unseren Shortcut. Und dadurch kommen wir durch die Höhle. Boah, ich muss sagen, früher hat sich das so viel größer angefühlt und verwirrender. Und es wären hier viel mehr Gegner und es hätten die Kämpfe ewig gedauert. Hier ist Geld. 100 Gold. Nehme ich doch gern dankend an. Und hier sind Frösche. Wir haben die Initiative. Und dann können wir uns gleich mal anschauen. Ein Frostfrosch. Naja. Ich wollte gerade sagen, was unsere gute Elina so im Nahkampf drauf hat, aber ich glaube, ich verzichte mal lieber und mach da mal. Ach, der geht auf mich los. Nein, komm, weil sie so nah nebeneinander stehen, machen wir es. Auch wenn die Stimme irgendwie ganz komisch ist. So ganz komisch irgendwie das Voicing an der Stelle hier und ich trinke mal einen Schluck. Ihre Magie ist ja auch fast nicht übertrieben stark, wollte ich mal gerade so anmerken. Ich glaube, ich sollte wirklich im Nahkampf draufhauen, oder? Ich glaube ja. Die hat halt schon ganz lange nicht drauf. Und weit mehr als Zahnbelag. So, dann machen wir das mal so. Oh ja. Die schießt sogar dreimal. Die greift sogar dreimal an. Was denn das bitte? Die schießt sogar dreimal. Schönen Rock hast du da, ein Mädchen. Wollt's ja nur gesagt haben. Da kann man ja so auf Gedanken kommen. Ah, da kommt gleich der nächste Gegner. Wow. Ich habe gar nicht mitgeschnitten, dass da noch jemand, noch welche sind. So, dann nehmen wir den einen mal mit Tensaken Slash raus. Die gehen beide auf mich. Und den anderen hauen wir so hoch. Tensaken Slash! Dumm! Und tschüss. Oh, da lässt du mal fallen. Ach doch, die greifen noch zweimal an. Schade. Hätte ja sein können. Und gekontert. Tschüss. Und ein bisschen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Augentropfen. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Duppidu. Von da sind wir gekommen, ne? Ja. Hoffe ich. Du Scheiße, gibt's drei Ausgänge. Wir sind von hier gekommen? Nein. Da sind wir nicht gekommen. Ein Sleep Charm. Und bitte seine Puffnut. Tja, dann wissen wir ja, wo wir erstmal kurz hingehen, ne? Zu unserem guten Freund, dem Eichhörnchen. Oder Rodent oder Fuchs oder. Ihr wisst schon. Ne? Wo war denn der eigentlich nochmal? Hier drüben, ne? Ach nee, von da sind wir ja. Ach nee! Oh nee! Achso, müssen wir nochmal aus dem Blauen. Ja, warte mal. Theo? Ja. Du hast eine Puffnut für Carol gegeben. Hey, das. Der kleine Bastard sieht glücklich aus. Wenn wir mehr Puffnuts geben, lässt er vielleicht irgendwann tote Vogel an unserer Türschwelle liegen. Ich glaube, den treffen wir noch ab und zu mal im Abenteuer.
Ich weiß gar nicht mal, was es mit dem auf sich hat. Vielleicht gibt er uns ja wirklich Items. Ich habe keine Ahnung mehr tatsächlich. Absolut gar keine. Naja, was auch immer. Wir haben was Gutes getan. Ja. Können wir ruhigen Gewissens, das war ein kleines Tierchen, vor dem sicheren Hungertod gerettet haben, weitergehen. Ach, hat noch ein zweites Geschoss. Die Cave. Ist ja eine Cave. Er ist den ganzen Weg bis hier reingekommen. Hat es ganz gut hingekriegt, hier allein reinzukommen. Sag mal, sind das die Monster da drüben? Nein, erst derjenige, den wir retten. Ja, natürlich. Hä, was? Ach du Scheiße, sind die Typen laut. Leute, ich tepp mal eben raus und stell mir das Spiel ein ganz kleines Stückchen leiser. Ihr habt mal ganz kurz keinen Ton. Ach du Scheiße, ist das laut. Machen wir das mal so, hoffe ich. Läuft die Aufnahme noch? Ja, die Aufnahme läuft noch. Auch wenn... Hallo? Bild? Bild? Hallo? Ich glaube, es war kurz das Bild weg und wieder da und so ein Scheiß. Lass. Ich hätte vorhin wenigstens nicht benutzen sollen. Naja. Machen wir das einmal so. Ach ja, die braucht ja wieder die nächsten 50 Jahre. Da war ja was. Na, dann rennen wir mal mitten rein, dass die alle auf uns losgehen. Und zusammenbleiben. Und zapp. Tschüss, Leute. Das hört sich wiederum mehr für nachher an. Und ja, anschauen, aber nicht anfassen. Ich glaube, das zählt nicht für Ryudo. Um es mal ehrlich zu sagen. Jetzt werden wir gerade ein klein wenig vermöbelt. Ja, den Rest dürften wir so hinbekommen, oder? Da dürfte ein Schlag reichen, oder? Nein? Okay, was hat denn der getroppt? Du benutzt mal eben Heal auf Ryudo. Und Ryudo kümmert sich dann um die anderen beiden. Was? Warum hat er noch so viel? Troglodyt. Tensei Slash, I guess. Reicht bestimmt nicht, oder? Nein, aber es hat ihn gecancelt. Immerhin. Dann könntest du sogar genug. Nein. Für den hast du auch nicht genug. Mensch, Mädchen. Kannst du überhaupt was? Dann. Da sind wir schnell genug. Dann machen wir es so. Oh, tschüss, Junge. Okay, das sage ich mal nicht so. It's just me or is it a little bit harder here? Wow, der meine ist sogar ausgewichen. Toll. Warum hat sie... Ich wollte gerade sagen, einen Kreuzbogen, Alter. Eine Armbrust. Oh Gott. Ja, wird gemacht. Was? Was? Achso, wir haben das Dings-Ei bekommen. Du hast einen Mana erhalten! Ja. Rüste das mal aus, hat er gerade gesagt. Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Du sorgst schon dafür, dass ich es bereue. Du solltest hier nicht sein, Junge. Geh nach Hause. Link für Arme. Was mit euch beiden? Was macht ihr? Wir säubern das Land von ihren... von diesem Ungeziefer. Wirklich? Dann bitte nehmt mich mit. Warte mal kurz. Wir sind hier kein Kindergarten, Junge. Geh nach Hause. Das werde ich nicht machen. Ich spiele nicht rum. Ich kann dieses Medaillon nicht verlieren. Ist das,
Das ist das Letzte, was meine verstorbene Mutter mir übrig gelassen hat. Was? My late mother. Hä? Meine alte Mutter? Keine Ahnung. Naja, wenn du ihr begegnest, dann sag ihr mal, sie sollte dir ein bisschen bisschen Verständnis, allgemein, ja, yeah. Bisschen Common Sense, ne? Ihr wisst, was damit gemeint ist. Ich komme gerade nicht auf die deutsche Übersetzung. Kennt ihr das, wenn man die englischen Worte für ein Wort weiß, aber nicht das Deutsche dazu? Sehr wertvoll. Ich kann es nicht verlieren. Egal was. Ich werde es auf jeden Fall wiederbekommen. Du bist so süß. Ich habe mich entschieden. Ich nehme dich mit. Was? Ich heiße Millennia. Und du? Ich bin Rowan. Danke dir, Miss Millennia. Hey, ich will damit nichts zu tun haben. Es ist ein harter Weg vor uns. Er wird uns so ein Klotz am Bein sein. Dir. Ich bin so glücklich. Wie, du machst dir wirklich Sorgen um mich? Du bist ein guter Mann. Du bist doch ein guter Mann. So schwach und zerbrechlich, wie ich bin. Werde ich dir zeigen, dass ich dieses Kind beschützen kann. Uns wird's gut gehen, oder? Ja. Ich werde euch keine Sorgen machen. Hat der kleine Schwein. Schwach und zerbrechlich. Aha. Vergiss nur nicht, ihn zu füttern und seine Windel zweimal am Tag zu wechseln. Hey, schalt mal die Heuldrüden aus, Junge. Es gibt eine Zahnfee, okay? Also, nimmst du mich mit? Ja, fürs Erst. Aber wenn du uns irgendwie behinderst oder mich nervst. Was, your butt will be skipping down Lollipop Lane on its own. Dann kannst du alleine zusehen, wie du klarkommst oder so, ne? Ja, hab ich verstanden. Ich nicht. More than he could chew. Okay, mehr als er knabbern könnte. Okay, interessant. Sind wir da jetzt hier fertig oder was? Wir sind doch nicht hier schon fertig. Natürlich. Wir haben die Initiative und sind zu dritt. Magic. Das reicht nicht für Sam. Wow. Dann kriegst du Burn Up. Kannst du was? Ach, da hat er noch keinen Mana. Dann du. Die dürfte dead sein. Ja, ist auch. Ja, komm, wenn wir einmal dabei sind, schmeiß mal ein paar hier Dings raus. Ein paar Special Points. Tensei can slash! Fast kein Oracle. Und jetzt der Golden Hammer. Wow. Hallo Lysop. Was geht, Junge? Was soll das? Naja. Aber was haltet ihr eigentlich so von Millennia? Ich meine, wir haben ja schon ganz klar gesehen, dass sie vermutlich nicht wirklich, ja, das liebste Mädchen auf dem Schulhof ist, möchte ich mal so sagen. Aber man muss sie doch irgendwie mögen, finde ich. Oder? Oder? Mhm. Naja. Hat Ryudo halt erstmal keinen Mana-Egg. Oder gebe ich ihm trotzdem eins? Und dann müsste ich ihm ja das andere Ding geben, was ich ihm gerade gegeben habe. Aber ich glaube, Ryudo... Jetzt hängt auch noch die Zeit an. Ja, Junge, beide dich ja mal mit Labern hier. Wir wollen noch ein bisschen was ein paar sehen. Ja. Aber da müsste ich mir. Kann ich dir irgendwas anderes geben? Aber ich nicht. Wow.
Dann gehen wir in die Crystal Breach. Immerhin Level 3 Erdresistenz. Ja, da können wir mal wieder ein paar Punkte rausschmeißen, würde ich sagen. Oh, Fallen Ringside. Fallen Ringside on the ground. West Legendary Esoteric Attack. Attack performing a huge snowball. Cures Statues Disorders. Ich glaube, da gebe ich ihm mal das erste Level. Und ansonsten mal noch eins auf Golden Hammer. Kann auch mit der Lady March nochmal leveln. Ja, gut. Ja. Ja. Was war denn eigentlich jetzt das, was wir mitgenommen haben? Hier diese Calming Hall. Ah. Gibt 200 HP wieder, kann aber kaputt gehen. Ich habe das Gefühl, so wie ich mein Glück kenne, werde ich das einmal benutzen, zack, kaputt. So wird es sein. Kriegen wir jetzt wenigstens alle vier? Ja. Wir haben die Initiative. Bitte sag mir, wir können irgendwas benutzen. Bitte! Nö, ja, irgendwas, was eigentlich MP regeneriert. Würde ich mal sagen, wenigstens eine Handgranate, ne? Immer noch eine. Nein. Here you go. Fucking Handgranate reingeworfen, Tor. Du greifst ja, glaube ich, mit dem Messer schon an, oder? Ja, tatsächlich. Der Frostfrosch. Tschüss. Hey. Hat sie jetzt komplett gecancelt? Nein. Okay, ich dachte schon. Okay, Rowan ist gar nicht mal so schlecht. Mir fällt gerade auf, da ist bei ihr so ein komisches Ding drumrum. Was sich da so dreht. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Ach ja! Ach ja! Oh scheiße, mir ist gerade eingefallen, was das war. Fuck, wir müssen sie heilen. Weil, sagen wir mal so, sie ist eine temperamentvolle Frau. Ist gerade so eingefallen, die dreht ja zwischendrin auch mal durch. Da war ja was. Verdammt. Noch ein paar Flaschen drin. Kann man immer mal machen. Das hat ganz gut Reichweite, würde ich mal sagen. Ah, scheiße, treffen leider nur drei. Ja. Das ist ein sehr cooler Move, wie ich finde. Hast du genug? Du hättest genug für... Du hast nicht genug für Sepp. Mach mal den einen. Tschüss. Warum greifen die alle Rowan an? Alter, habt ihr das gerade gesehen, wie sich bei denen der Kopf öffnet? Was ist denn das bitte? Du greifst den an, weil du weiter stärker bist, höchstwahrscheinlich. Und du greifst noch mit. Seriously, Rowan, du hast nicht gereicht, um den einen kleinen Frosch noch zu killen. Alter, I. Ich bei denen gar Kopf öffnet. Leck mir am Arsch. Geht. Und Millennia ist ein Level Up. Dann nehmen wir mal hier noch.
Hä, warum können wir da... Also da können wir noch gar nicht hin. Hä, warum können wir da rein? Das ist 100% eine Falle, oder? Und jetzt? Hey, hier ist ein Schalter drin. Dann drücken wir mal den besagten Schalter. Ach du Scheiß, wo wir überall hin können. Mama. Das ist doch eine Falle, oder? Und wieder ist eine Falle ist. Nein, ist keine Falle. Was ist ein Stonehead? Oh. Oh, das was wir ausrüsten. Oh. Oh. Ach, bei dir haben wir nichts. Gut. Ja, dann würde ich aber sagen, bevor wir dann hier weitergehen. Und er macht's trotzdem. Ich wollte eigentlich gerade sagen, bevor wir hier weitergehen, könnt mal eigentlich mal den Part beenden. Oh, noch eine Puffnot. Ja, gut, an der Stelle. Wir müssten ja eh runterspringen. Wir machen es einfach mal so. An der Stelle beenden wir den Part. Also dann, vielen Dank ja, fürs Zuschauen. Wir haben einen neuen... Neues Bandmitglied, wollte ich gerade sagen. Einen neuen Party-Member, Rowan. Ja, Millennia haut gut rein. Ich hätte vielleicht mal nicht zuerst die Fallen Rings raushauen sollen. Das war nicht unbedingt die beste Idee. Aber wir haben ja bald wieder ein Checkpoint. Naja, gut. Also im nächsten Part sehen wir uns dann wieder mit Grandia 2. Mal sehen, wie lange wir noch in dieser komischen Höhle rumgondeln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.